Auch auf Nordmänner segeln gen Westen, oder? So, einen wunderschönen guten Abend. Für uns klingt gerade der Markt in Schleswig langsam aus. Wir sind bei einem befreundeten Herrlanger untergekommen. Direkt hinter mir seht ihr auch gerade die Bucht, die See von Schleswig und richtig schön. Ich zeige euch gleich noch ein paar kleine Aufnahmen, so Panorama, von wegen es ist ungefähr gerade 11 Uhr. Mal gucken, was ich von diesem Material, was ich gerade aufnehme, verwerten kann. Also der Markt macht an sich Spaß, trotzdem werde ich euch noch ein kleines Review am Ende geben, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat, wem es empfehlen würde und warum nicht und warum doch. Ja, bleibt auf jeden Fall dran bis zum Ende. Ciao. Guckt euch diesen geilen Sonnenuntergang an, Alter. Die Fotos, die ich davon gemacht habe, die findet ihr dann auf Instagram und Facebook. Und nur im Norden können sich die Wolken so geil zeigen im ganzen Himmel. Ja, richtig geil. Da hinten ist die Bühne. Da wo das Licht ist, ne? Seht ihr. Jetzt in der Mitte. Da unten sind meine Leute. Da gehe ich jetzt auch wieder hin. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Video. Ja, ciao. Noch weiter zurück, auf der Suche nach Gold, Ruhm und Glück. Auf der Suche nach Gold, Ruhm und Glück. Und alle auf Nordmänner segelt gen Westen. Und alle auf Nordmänner kämpfen könnt ihr am besten. Und nochmal auf Nordmänner segelt gen Westen. Auf Nordmänner kämpfen könnt ihr am besten. Oder wird's so? Gaben sein Gold, die reicht immer mit. Und die unseren Sterne. Und alle auf Nordmänner segelt gen Heimat. Auf Nordmänner, es endet diese Seefahrt. Und alle auf Nordmänner segelt gen Heimat. Auf Nordmänner, es endet diese Seefahrt. So, die Wikingertage in Schleswig sind vorbei. Am Ende des Videos sage ich euch ja traditionell, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Es gibt vieles, was mir gefällt, es gibt mir aber auch sehr vieles, was mir missfällt und sauer aufstößt, wenn ich diesen Markt besuche. Das war jetzt das zweite Mal. Und fangen wir erstmal mit dem an, was mir gefällt. Was mir gefällt, ist allgemein der Ort und das Panorama, weil da mitten am Wasser gelegen, das sieht einfach super schön aus. Die ganze Natur drumherum ist wunderbar. Die Lager, die da sind, die geben sich richtig Mühe. Das Handwerk, das da ist, man kann richtig was sehen, das ist wunderbar. Es macht unfassbaren Spaß, die Leute zu beobachten, auch mal mehr ins Gespräch zu kommen mit den Handwerkern und Ideen aufzusammeln und den ganzen Input, Inspiration, Kreativität, das ist fantastisch. Gleichzeitig gefällt mir auch, dass der Wikingerdorfteil sehr, sehr groß ist, also ist der größte Teil am ganzen Markt. Das finde ich top, so soll das auch sein, meiner Meinung nach. Und das hat mir sehr gut gefallen, darüber zu schlendern und mir das anzugucken. Was mir noch gut gefallen hat, war die Möglichkeit, tatsächlich ans Wasser ranzutreten und auch mal die Füße ins Wasser zu hängen und solche Geschichten. Das macht einfach noch ein bisschen den Spannungsfeeling aus. Kommen wir zu den Punkten, die mir sauer aufgestoßen sind. Und da war es auch schon letztes Jahr einiges und das ist auch dieses Jahr nicht besser, sogar manches schlechter geworden, meiner Meinung nach. Fangen wir da an, wo wir direkt in den Markt reingehen, ja? Du kommst über eine kleine Brücke, das sieht schon mal sehr ambientisch aus, und dann gehst du aber auf Stände zu. Und diese Stände sind nicht verkleidet. Und dann hast du da Stände von einer großen Biermarke und solche Geschichten. Und damit steht der ganze Vorplatz voll. Das ist wohl so gedacht,
dass dieser kommerziellere Bereich abgetrennt ist von dem Bereich des Wikingerdorfes. Die Trennung an sich ist super, nur meiner Meinung nach, und das hat ein anderer Stand auch in diesem Bereich gemacht, ist es zumindest nicht schlimm, hier und da ein bisschen was, zumindest im Hüft- und Fußbereich abzudecken. Durch Jute, durch was weiß ich. Und es kostet nicht viel und es ist nicht schwierig. Und ich finde es unfassbar hässlich, da einen Deckstand zu sehen. Ist einfach so. Kannst ja oben das Schild wenigstens haben für das Logo, damit man das an sich sehen kann, weil ich denke, das ist so eine Logo-Sache. Wind. Nur nervt es mich, wenn da einfach so ein Ding steht, als wäre ich auf dem Dom. Das bin ich nicht, ich bin auf dem Mittelaltermarkt und so sollte das auch sein. Punkt. So, zweiter Punkt, der mir missfällt. Das ist eine AGB-Richtlinie, die ist bei vielen Märkten so, wird aber seltenst durchgesetzt und die stört mich an sich. Und zwar ist das die Richtlinie, nichts mitbringen zu dürfen. In der AGB-Richtlinie von den Wikingertagen steht tatsächlich drin, kein Essen, kein Trinken, nichts. Das heißt, da ist auch nicht in Ausnahmen geregelt. Gut, jetzt sind wir mit Wasserflaschen auch draufgegangen. Das stört auch keinen, das kontrolliert auch keiner. Aber in den AGBs steht es drin. Und dann schafft halt in den AGBs Richtlinien von wegen 2 Liter Wasser pro Person und keine Ahnung, 1 Liter Met. Dafür ist es mitgenommen werden. Ich verstehe, dass man über die Stände Geld generieren will. So funktioniert das ja auch, so soll das auch funktionieren. Aber Menschen, die von 11 Uhr morgens bis 24 Uhr da sind, die können sich von ihrem Geld meistens da gar nicht ernähren. Weil du musst überlegen, wie viel Bier, Met, Wasser, vielleicht auch mal eine Fanta oder einen Apfelsaft, dann noch essen. Trinkst du innerhalb von fast 12 Stunden oder innerhalb von 13 Stunden sogar, wenn du von 11 bis 24 Uhr. Das ist Schwachsinn. Da muss eine Regelung gefunden werden und da muss auch Klarheit geschaffen werden. Weil so war es jetzt, wir mussten immer ab und zu wieder raus und rein, um zum Auto zu gehen. Das ist dumm gemacht und da sollte auf jeden Fall eine Richtlinie gefunden werden. Ich bin da auf jeden Fall offen, dass man sagt, man soll nicht zu viel mitnehmen. Ganz einfach. Aber wenn ich das ausrechnen würde, was ich allein esse und trinke, also Alkoholiker, Unalkoholisches und Essen, und das auf den Tag hochrechne auf 30 Stunden, dann gebe ich 100 Euro aus. Kommen wir zu dem, was mir am schlimmsten aufstößt und was jedem aufgestoßen ist dieses Jahr. Und das war wirklich schrecklich. Und das ist auch der Grund, warum ich überlege, ob ich nächstes Jahr überhaupt noch hingehe. Das Abendkonzert war ein Coverkünstler. Ob die Qualität seines Gesanges, reden wir jetzt nicht drüber, darum geht es gerade nicht, sondern es wurde ein Abendkonzert gemacht, über 2 Stunden lang, mit YMCA und neuesten Popmusik und nichts davon hatte auch nur annähernd irgendwas mit mittelalterlicher oder Folkmusik oder sonst irgendwas. Ich kann ja sogar noch mit Folkmusik leben, selbst wenn die nichts mit Mittelalter zu tun hat, aber YMCA und was weiß ich, was da alles gespielt wurde, ja. Also das war schon krass, das ist uns allen aufgefallen, allen sauer aufgestoßen und ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch hingehe, wenn nur, weil ich die anderen begleiten möchte und weil sie mich überreden oder weil das Video gut ankommt, dann mache ich das für euch. Aber privat habe ich von dem Markt wenig gehabt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Diese 3 Dinge, die ich gerade genannt habe, die sind mir einfach zu viel gewesen, das möchte ich nicht. Das finde ich auch, hat mit Mittelalter bzw. mit Wikingertagen dann nichts mehr zu tun. Es mag kommerziell erfolgreicher sein, das ist natürlich klar, sonst würde es nicht gemacht werden. Es geht im Endeffekt immer um Geld. Wem würde ich das empfehlen? Naja, ich würde es an sich Familien empfehlen, die mal so ein bisschen Sachen sehen wollen, die damit zu tun haben, das ganze Leben, aber keine Abstriche auf der anderen Seite machen wollen, im Bereich Komfort zum Beispiel oder in Verträglichkeit. So kann man zum Beispiel auch mal seine Teenie-Kinder mitnehmen, die vielleicht mit sowas wie einem Pop-Abendkonzert dann wiederum ganz zufrieden sind. Empfehlen würde ich es dann auch noch allen Leuten, die so ein Zwischending besuchen möchten aus Mittelaltermarkt und Dom. Weil das ist es im Endeffekt, das ist so eine Mischung daraus. Es wurde versucht, da irgendwie so eine Mitte zu finden und es scheint ja auch gut zu funktionieren, weil die sind gut besucht, die Tage. Es war teilweise proppenvoll und wenn das funktioniert, dann funktioniert das. Deshalb würde ich das den Leuten, Familien empfehlen, die was dazwischen suchen, also die keine Abstriche machen wollen. Und ich würde es halt Leuten empfehlen, die eine Mischung aus Dom und Mittelaltermarkt suchen. Ja, das war jetzt sehr harsche Kritik. Da stehe ich aber auch zu, denn das ist nun mal meine ehrliche Meinung. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Ich stehe ja nicht hier einfach und palaber los, sondern ich habe mir vorher Gedanken gemacht, wie ich das finde. Die werde ich auch immer vertreten, diese Meinung.
oder meine Meinung werde ich immer vertreten, egal wer was dagegen sagt und egal wer sich beschwert. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere mich, lass mir ein Like da, vor allen Dingen einen Kommentar, das hilft mir immer. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.